Bestürzt über den unerwarteten Schrei, wandte ich mich nach meiner Führerin um, wie ein Kindchen, das immer dorthin läuft, wo es sich am meisten geborgen fühlt. Und diese, wie die Mutter, die dem blassen, atemlosen Kind sogleich beisteht und ihm beruhigend zuspricht, rief mir zu: Weißt du denn nicht, dass du im Himmel bist? Und weißt du nicht, dass der Himmel ganz und gar heilig ist? Und was dort geschieht, zum guten Zweck getan wird? Con le traduzioni dei romantici, la Divina Commedia fa un ingresso trionfale nella letteratura tedesca. Dante è una presenza che dura fino a oggi, ma Dante è qui a Berlino anche in altre forme artistiche. Sì, Dante è presente qui a Berlino in un bellissimo ciclo di disegni dalla mano di Sandro Botticelli, provenendo da una collezione scozzese dalla biblioteca del Duca di Hamilton. E questo fu un culmine di una lunga storia collezionistica che ha coinvolto quasi tutta l'Europa, Firenze, Parigi, Londra, la Scozia e poi finalmente Berlino. E questo passaggio fu anche un passaggio da una collezione privata in una collezione pubblica, che significa maggior accessibilità, maggiore visibilità, e quindi è qui a Berlino che comincia la fama di questi capolavori. Perché questi disegni sono tanto importanti? Siamo qui di fronte di magari il più personale e più straordinario commento figurativo della Commedia di Dante. Questo ciclo di disegni ha coinvolto originariamente 102 di questi fogli. Un foglio per ogni canto, più una visione dell'inferno in generale e un disegno che si estende su due fogli. E Botticelli, disegnando canto per canto, si attiene molto stretto al sensus literalis di Dante della Commedia e disegna in tanti dettagli e molto precisamente quello che il testo del poeta ci dà. Botticelli disegna in un canto non solo gli eventi di un canto, ma coinvolge anche eventi del canto precedente e del canto successivo. Qui abbiamo l'esempio del disegno per il canto di Purgatorio 31 e qui vediamo benissimo la capacità straordinaria dell'artista, perché lui visualizza i protagonisti del canto, cioè Dante, Estazio e Matilda, più volte su questo canto, su questo disegno. E in questo modo le figure dei protagonisti diventano guide per l'occhio dello spettatore, che così può seguire loro tracce nello svolgimento degli eventi. Comincia a destra, in basso, dove vediamo Dante e Stazio, quasi come spettatori, che poi sono coinvolti negli eventi. Vediamo che Dante è sommerso nelle acque di Lete, da dove è poi tolto dall'abbraccio di Matilda e poi successivamente è abbracciato quasi in questo cerchio delle ninfe danzanti. Poi in senso orario si muovono qua di fronte al carro con il grifone ed è sempre Dante circondato dalle ninfe che però adesso guarda oltre il grifone, guarda nel viso di Beatrice. E poi comincia il prossimo canto. Io direi che in questo ciclo di disegni veramente l'arte italiana e la letteratura italiana si abbracciano su un livello non solo di importanza italiana o di importanza europea, ma di importanza globale.
Einstmals hatte ich bei Anbruch des Tages gesehen, wie der ganze Osten sich rosig färbte, der übrige Himmel schon in klarem Glanz erstrahlt. Das Antlitz der Sonne jedoch in Wölken aufging, sodass dank milderndem Dunst das Auge sie längere Zeit auslud. Gerade so in einer Wolke von Blumen, die aus Engelshänden aufstieg und niedersank auf dem Wagen um ihn her, auf reinem weißen Schleier und mit Ölzweigen bekränzt, erschien mir die Frau, angetan mit grünem Mantel und einem Kleid von der Farbe der brennenden Flammen. Und da verspürte ich in mir, der ich doch seit so langer Zeit schon nicht mehr von ihrer Gegenwart betroffen, erzitternd zu Boden gesunken war, noch ohne dass die Augen sie erkannt hätten, die ganze Macht der alten Liebe. Sobald bei diesem Anblick mich die hohe Kraft wieder ergriff, die mich damals schon durchdrungen hatte, bevor ich noch der Knabenzeit entwachsen war, wandte ich mich nach links mit dem Vertrauen, mit dem das Kind zu seiner Mutter spricht, wenn es ängstlich oder bekümmert ist, um zu Vergil zu sagen: Kein Quäntchen Blut ist mir verblieben, das nicht zittert. Ich erkenne sie wieder, die Zeichen der alten Flamme. Doch Vergil hatte uns verlassen. Wir waren ohne ihn. Vergil, den allergnädigsten Vater. Vergil, dem ich mich anvertraut hatte zu meinem Heil. Und nichts von dem, was die Urmutter einst getan hatte, konnte verhindern, dass die Wangen, die doch mit Tau gereinigt waren, vom Weinen wieder grau wurden. Dante, weil Vergil gegangen ist, sollst du nicht schon weinen. Weine jetzt noch nicht, denn weinen wirst du wegen anderer Schläge müssen. Fast wie ein Admiral, der vom Heck oder vom Bug aus die Mannschaften mustert, die auf anderen Schiffen dienen und ihnen Mut macht, so sah ich, als ich mich umwandte beim Klang meines Namens, der hier unbedingt verzeichnet werden muss über der linken oberen Brüstung des Wagens, die Frau, die mir zuvor noch vom Blumenregen verhüllt erschienen war, wie sie über den Fluss herüber die Augen auf mich richtete. Zwar ließ der Schleier, der ihr vom Kopf herabwallte und in den Minervas-Zweige verflochten waren, sie noch nicht deutlich erkennen. Doch sprach sie weiter mit hoheitsvoll königlicher Geste, wie jemand, der sich das Heißeste bis zum Schluss aufspart. Schau nur gut her. Ich bin es wirklich. Bin wirklich Beatrice. Wie konntest du den Berg besteigen? Wusstest du nicht, dass der Mensch hier glückselig ist? Da fielen mir die Augen in den klaren Fluss. Doch wie ich mich darin erblickte, lenkte ich sie seitwärts auf das Ufergras. Solche Scham bedrückte mir die Stirn. So kann dem Sohn die Mutter streng erhaben scheinen, wie sie mir jetzt erschien. Denn wenn Liebe schroff geäußert wird, dann schmeckt sie bitter. In dieser Szene ist eine große Spannung zu spüren. Wie kann man das erklären? Das kann man auf mehrerlei Weise erklären. Zum einen warten wir als Leserinnen und Leser der Commedia eigentlich schon vom Anfang des Textes an auf die Begegnung, die jetzt sich abzuzeichnen beginnt, zwischen Dante und Beatrice. Wir wissen, dass Dante Beatrice brauchen wird, um auf seinem Weg hin ins himmlische Paradies überhaupt weiterzukommen. Aber auch die Szene selbst ist von Dante so ausgestaltet, dass sich eine große Erwartung und Spannung aufbaut. Das beginnt mit dem Vergleich des Morgenanbruchs, der Morgenröte. Die Sonne beginnt heraufzusteigen und die christlichen Leserinnen und Leser wissen, dass das ein Bild für das Wirken Jesu Christi in der Welt sein kann. Dann haben wir diese gewaltige Prozession so wunderbar dargestellt auf der Zeichnung von Botticelli, wo in der Mitte der große Prozessions- oder Triumphwagen sich befindet, von einem Greif gezogen, der wahrscheinlich Attribute auch von Jesus Christus trägt. Und Dante stellt Beatrice auf diesem Wagen dar. Er hat sie noch gar nicht ganz genau erkannt. Er erahnt nur ihre Präsenz und sie wird von Engeln mit Blumen beworfen. Sie sitzt in einem Blumenregen. Auch das Andeutungen und Vorausverweise auf das göttliche Heil und die Rettung von Dantes Seele, die dieser Auftritt von Beatrice für ihn letztlich bedeuten wird. In dieser Szene kommt aber auch Vergil vor und der verschwindet gleich wieder. Vergil ist in vielerlei Hinsicht wichtig für Dante. Also Vergil ist eigentlich wichtig für Dante als Autor, denn Vergil ist der wichtigste Vorbild
Schriftsteller. Für Dante selbst, der hat ja das altrömische Nationalepos, die Aeneis, geschrieben, an dessen Bedeutung sich Dante auch selber messen will. Und dann ist Vergil natürlich auch von Bedeutung für Dante als Figur innerhalb der Erzählung der Commedia. Es ist ja Vergil, der von Beatrice geschickt wird, um Dante aus dem Sündenwald der Selva Oscura herauszuholen und über den Läuterungsberg ins irdische Paradies zu führen. Und Vergil ist aber ein Heide. Er ist ungetauft. Er darf nicht weiter als das irdische Paradies. Er darf nicht in das himmlische Paradies kommen. Er muss wieder zurück in den Limbo am Rand der Hölle, wo er eigentlich angesiedelt ist. Und deswegen verschwindet er in genau dem Moment, wo Beatrice und damit das göttliche Heil eingetroffen ist. Und das ist für Dante und uns als Leserinnen und Leser ein Schock. Und deswegen dreht sich Dante zu Vergil hilfesuchend um und der Text ruft dreimal Vergil, klagend den Namen Vergil, als dieser römische Autor eben nicht mehr da ist, auf Gottes Entschluss hin verschwinden musste. So wie bei Vergil selber auch Orpheus dreimal klagend den Namen der Eurydike ausruft, als er sie das zweite Mal und endgültig an den Tod verloren hat. Daher dieses Verschwinden. Eigentlich entnehmen wir so vieles über Beatrice in dieser Szene. Was kann man aus dem Text über sie erfahren? Wir erfahren zumindest ein kleines bisschen über das Aussehen von Beatrice. Wir erfahren, was sie anhat oder welche Farben sie trägt. Das Weiße, das Grüne und das Rote stehen für die drei theologischen Tugenden, also Glaube, Hoffnung und Liebe. Dadurch erfährt Beatrice schon gleich eine sehr starke religiöse Konnotation. Und wir ahnen, dass hier etwas Besonderes für Dante auf ihn zukommt. Etwas von religiöser Valenz. Aber ansonsten erfahren wir nicht ganz besonders viel. Wir bekommen nur mitgeteilt, dass Dante ein Gefühl hat, dass eine alte Beziehung, die sich bis zurück in seine Kindheit erstreckt, nun in neuer und auch neu bedeutsamer Weise wieder aufleben könnte. Eine alta virtù, diese tiefe Tugend, wenn man es so übersetzen möchte, Beatrices auf Dante wieder in neuer Weise einwirken wird. Aber wie gesagt, all das nur als Suggestion zunächst. Ihr wacht am ewigen Tag, sodass nicht Nacht noch Schlaf euch einen Schritt versäumen lässt, den die Welt auf ihren Wegen macht. Weshalb dann meine Antwort sich eher darum sorgt, dass der mich nur versteht, der dort drüben klagt, damit auch Schuld und Schmerz ins rechte Verhältnis kommen. Nicht nur dank den Wirken der hohen Sphären, die jeglichen Samen zu einem Ziel lenken, je nachdem, wie die Sterne ihn begleiten. Auch dank der reich bemessenen göttlichen Gunst, die aus solchen Höhen herabströmt, dass selbst unsere Augen dort nicht hinreichen, war dieser dort in seinem jungen Leben so veranlagt, dass jede Fähigkeit sich bei ihm hätte wunderbar bewähren können. Doch gerade der ergiebigste, fruchtbarste Mutterboden treibt, wenn schlecht besät und nicht gepflegt, am meisten Unkraut und verwildert dann am schnellsten. Eine Zeit lang konnte ich ihn halten durch meinen Anblick. Ich zeigte ihm meine jugendfrischen Augen. Ich lenkte ihn in die rechte Richtung. Kaum jedoch war ich an der Schwelle zu meinem zweiten Alter angelangt und ins andere Leben hinübergetreten. Da entzog er sich mir und gab sich anderen hin. Als ich von Körper zu Geist aufgestiegen war und Schönheit und Tugend in mir wuchsen, da wurde ich ihm weniger lieb und weniger willkommen. Und er lenkte seine Schritte auf den unrichtigen Weg, folgte falschen Bildern vom Guten, die doch nichts Verheißenes je ganz erfüllen. Es half auch nichts, Erleuchtungen zu erflehen und ihn damit im Traum und auf andere Weise zurückzurufen. Er kümmerte sich keinen Deut darum. So tief fiel er hinab, dass alle Mittel zu seiner Rettung versagten und nichts anderes übrig blieb, als ihm die Verlorenen vor Augen zu führen. Deswegen besuchte ich den Eingang der Toten und trug dem, der ihn bis hier heraufgeführt hat, unter Tränen meine Bitte vor. Ein hoher Spruch Gottes wäre nun missachtet, wenn er Lethe durchqueren und von solchem Lebensdrang kosten dürfte, ohne dafür bezahlen zu müssen, mit der Reue die Tränen vergießt. Ist aber Beatrices große Strenge
gegenüber Dante irgendwie gerechtfertigt? Die Frage nach der Strenge stellen die Engel auch an Beatrice. Und Beatrice rechtfertigt sich im Grunde damit, dass das ganze Unternehmen der Komödie eine Art von Rettungsaktion für Dante ist. Dante ist aber selber schuld. Er war am Anfang der Komödie, am Anfang des Inferno, in der Selva Oscura, dem finsteren Wald der Sünden, viel finsterer als hier der Berliner Tiergarten ist, und musste herausgeholt werden. Beatrice hat das selbst inszeniert. Vergil wurde geschickt, um Dante durch den ganzen Bereich der Hölle, über den Läuterungsberg hinauf, bis ins irdische Paradies zu führen. Und Dante muss jetzt noch einsehen, was seine schweren Fehler eigentlich gewesen sind. Er muss bereuen, er muss zu den Tränen gezwungen werden, von denen Beatrice in dieser Szene spricht, um dann überhaupt erst aus dem irdischen Paradies mit Beatrice zusammen ins himmlische Paradies, also zu Gott, kommen zu können. Aber was sind diese so offenbaren schweren Vergehen, die Dante begangen hätte? Von denen spricht Beatrice teilweise ganz klar und teilweise nur in Andeutungen, weil sie auch selbst betroffen ist. Diese Vergehen betreffen Dante als Autor auf der einen Seite und Dante als Mensch und als Liebenden auf der anderen Seite. Ganz am Anfang seines Lebens in der Kindheit, geradezu noch mit 9 Jahren, hat er Beatrice kennengelernt, und das ist nach Darstellung der Beatrice ein ganz besonderer Moment, eine besondere Chance in seinem Leben, denn er hat mit Beatrice eine Frau kennengelernt, die ihn immer zur Tugend und zur religiös abgesicherten Glücklichkeit hätte führen können. Das funktioniert nach Beatrices Darstellung auch noch ganz gut, solange ein Abschnitt des Lebens behandelt wird, den Dante in seiner Vita Nova, also das ist sein erstes größeres Werk, das Beatrice betrifft, dargestellt hat. In einer Mischung aus Vers und Prosa beschreibt er da seine Liebeserfahrung, bis Beatrice stirbt, so ihre Darstellung. Als sie nämlich gestorben ist, tut Dante etwas ganz anderes, als er vorher getan hat. Er konzentriert sich nicht mehr auf Beatrice, nicht mehr auf die Religion, nicht mehr auf das innere Seelenleben. Er folgt auch Beatrice nicht mit Gedanken hinauf in die göttlichen Bereiche der Schönheit, in denen sich Beatrice nach ihrem Tod befindet, sondern er macht was ganz anderes. Er schreibt ein irreligiöses Werk, das Convivio, ein naturwissenschaftlich-ethisches, moralphilosophisches Werk nach den Vorgaben des mittelalterlichen Aristotelismus, also kein eigentlich christliches Buch. Und er befasst sich offenbar auch noch mit anderen Damen, nicht mit Beatrice. Da gibt es eine Donna Gentile, die tritt schon in der Vita Nova auf. Das scheint dann im Convivio die Philosophie zu sein, als eine Art von Allegorie. Und es gibt vielleicht noch andere Pargolette, also so junge Damen, wie Beatrice das nennt, von denen wir aber nicht sehr viel mehr erfahren, als dass Dantes Verkehr mit ihnen wohl auch sehr falsch gewesen ist. Meine Wünsche hätten dich doch dazu gebracht, nur das Gute zu lieben, jenseits dessen nichts zu erstreben bleibt. Auf was für Gräben und Schranken bist du dabei nur gestoßen, die dir alle Hoffnung nahmen, noch voranzukommen? Und was für Reize und Lockungen standen deinen anderen Gütern auf der Stirn, dass du so vor ihnen einherstolziertest? Ich tat einen bitteren Seufzer, kam kaum wieder zur Stimme für die Antwort, und die Lippen formten sich mit Mühe. Weinend sagte ich, das Gegenwärtige mit seiner trügerischen Lust brachte mich auf Abwege, kaum dass euer Antlitz sich mir verborgen hatte. Solltest du verschweigen oder leugnen, was du zu bekennen hast? Deine Schuld wäre dadurch nicht weniger offenkundig. Ein solcher Richter weiß sie. Bricht jedoch das Sündenbekenntnis aus der eigenen Wange hervor, so dreht sich vor unserem Gericht das Schleifrad gegen die Schneide. Damit du doch jetzt Scham empfindest über deine Verfehlung und ein andermal, wenn du wieder die Sirenen hörst, stärker bist, leg nun die Saat des Weinens ab und hör mir zu. Du sollst vernehmen, wie mein Leib im Grab dich in die andere Richtung hätte weisen müssen. Nie haben dir Natur oder Kunst doch so viel Freude bereitet, wie die schönen Glieder, in die ich eingeschlossen war und die nun zu Staub zerfallen. Wenn diese höchste Freude für dich nun aber dahingegangen war mit meinem Tod, welches Sterbliche konnte dich danach noch reizen? Du hättest dich vielmehr beim ersten Pfeilschuss des Trügerischen, der dich traf, hinter mir, die ich nicht mehr trügerisch war, erheben müssen.
Du hättest dir die Federn nicht so stark beschweren lassen dürfen und einen neuen Pfeil erwarten, durch ein Liebchen oder etwas anderes Eitles von so kurzer Dauer. Ein junger Vogel mag zwei oder drei davon erleben. Bei Befiederten aber sollte das aufgespannte Netz vor Augen oder der Pfeil doch ohne Wirkung bleiben. Was findest du so auffällig an dieser Epiphanie der Beatrice? Beatrice redet Dante sofort mit Namen an. Das ist auch das einzige Mal in der Komödie. Und Dante entschuldigt sich geradezu dafür. Und dann ist sie aber gar nicht lieb und nett, nicht die Dolcissima Amata, sondern sie benimmt sich, wie der Text auch sagt, wie ein Admiral auf einem Kriegsschiff, um Dante Vorwürfe zu machen. Und wie ein Admiral verhält sich Beatrice dann ja auch. Sie wird vom Vergleich so eingeführt, dass sie wie eine Befehlshaberin in einer Schlacht, einer Seeschlacht, auf ihrem Wagen steht, wie auf dem Flaggschiff von einer Kriegsflotte und dort ihre Befehle erteilt, Sanktionen vielleicht auch erteilt und alles unter Kontrolle haben möchte. Und so tritt sie auch Dante gegenüber, wie ein Admiral, eine schroffe und rigide Soldatin, die ihn zur Rede stellt. Also ganz anders, als Dante sich natürlich eigentlich erwartet hatte. Er will ja seine süße Jugendfreundin sozusagen wieder treffen und er hat diese erinnerungshaften Ahnungen an die Jugendliebe. Jetzt tritt ihm eine völlig andere Dame entgegen und dass das Ganze nach Gottes Plan sich so verhält, kann natürlich Dante in diesem Moment noch gar nicht wissen. Und auch wir als Leserinnen und Leser sind sehr erschrocken, vielleicht sogar mindestens erstaunt über diese Veränderung dieser Figur, die wir anders uns vorgestellt haben. Wie geht die Geschichte zwischen Dante und Beatrice weiter? Wie endet sie? Beatrice wird ja die neue Führerfigur für Dante und löst Vergil im irdischen Paradies ab, wie wir gesehen haben. Und wunderschön dargestellt bei Botticelli findet sich, wie die beiden dann ins himmlische Paradies eintreten müssen. Das himmlische Paradies ist organisiert wie eine Abfolge von aufeinander folgenden und aufeinander aufbauenden Stufen. Eine schöner und heller als die andere, weil die jeweils nachfolgende Stufe diejenige ist, die näher an Gott sich befindet und daher auch in größerer Schönheit erstrahlt. Und diese Schönheit gilt einerseits für die Himmel, die aufeinander aufbauen, und auf der anderen Seite auch für Beatrice, die immer schöner wird, je näher man Gott kommt. Ganz am Ende des Wegs wird Beatrice dann vom heiligen Bernhard abgelöst und begibt sich selber auf ihren angestammten Platz in der Rosa dei Beati, in der Nähe von Gott, wieder zurück. Und der heilige Bernhard führt Dante zum Ende des Wegs. Am Anfang des 30. Gesangs im Paradiso kriegen wir eine Szene dargeboten, wo der Dichter eigentlich einräumt, dass seine Sprache und seine Dichtung gar nicht mehr in der Lage sind, die so übergroß erstrahlende Schönheit Beatrices nun überhaupt noch irgendwie in Worte zu fassen. Er gibt sozusagen auf als Dichter dieser Frau gegenüber und verabschiedet sich mit seinem Text an dieser Stelle in gewisser Weise von. Trotzdem geht er den Weg dann unter der Führung von Bernhard, aber ohne Beatrice, zu Ende und schreibt dann nach der Rückkehr von der Gottesschau, im Paradiso 33 ist die erfolgt, auch die Commedia für uns. Einen Text, den es aber ohne Beatrice und gerade auch ohne den Admiral Beatrice nie gegeben hätte.